Wusstet ihr, dass es an dieser Stelle damals eine alte Mühle gab? Die Herzogmühle wurde, bis auf ein Nebengebäude, das seit vielen Jahren von der Glaserei Sturm genutzt wird, im Jahr 1980 für die Aufschüttung zum Bau des Nordrings abgerissen. Reisen wir in die Vergangenheit. Hier eine Aufnahme vom 15. September 1970. Die Mühle liegt genau oberhalb vom Gebäude der Glaserei Sturm. Hier aus einem anderen Blickwinkel. Heute und damals. Dieses Gartenhäuschen besteht übrigens auch heute noch. Die Herzogmühle wurde erstmals im Jahr 1698 in Betrieb genommen. Im Jahr 1859 brannte die alte Mühle vollständig ab und wurde sofort wesentlich größer wieder aufgebaut. In Betrieb war sie dann bis 1901. Der bis dahin tätige Pächter, der Müllermeister Michael Schmidt, verkaufte das Anwesen der Stadt Bayreuth. Wurde der Main, der viele Jahre das Wasserrad der Mühle trieb, in sein neues, weiter nordöstliche Flussbett verlegt. Hier noch eine Aufnahme vom 25. März 1945. Wer es genauer wissen möchte, weitere Informationen gibt es auf bayreuth-bilder.de.